Am 11. Juni 2016 fuhr eine 49-köpfige Reisegruppe der Gendarmerie und Polizeifreunde mit Carinthia-Reisen nach Marano Lagunare. Buslenker war unser ständiger Pilot Kurti Ellersdorfer. Die Wetteraussichten waren für diese Fahrt nicht gerade die besten, doch hatte der Wettergott mit den Kärntnern ein gnädiges Einsehen und ließ die Regenschleusen der aktuellen Monsunperiode großteils geschlossen. Ziel der Fahrt war das WWF-Vogelparadies in der dortigen Lagune. Mit in der Gruppe war auch das komplette Team vom Sandwich-König Georg Bucher, das sich der Gruppe mit einem Betriebsausflug angeschlossen hatte. Mit einem Schiff der Saturno-Linie von Kapitän Adriano Zentilin ging es dann nach dem Eintreffen gleich los. Auf dem Schiff wurden Wein und kleine Imbisse gereicht, sodass die Stimmung der Kreuzfahrer immer besser wurde. Mit dieser Fahrt dankte auch die Gesellschaft den fleißigen Helferinnen und Helfern beim Tag der Volkskultur in Mariasaal. Auf der Fahrt durch das idyllische und berührte Naturgebiet konnte man viele der seltenen Vogelarten beobachten. Bei den sogenannten Cassones gab es dann nach einer kleinen notwendigen Logistikpause typisch italienische Speisen und Kuchen mit Kaffee und Grappa. Wer da nicht satt wurde, dem war nicht zu helfen. Die Kärntner fühlten sich dort richtig wohl. Und der singende Kapitän Adriano verwöhnte die Gäste mit seiner Trompete und Gitarre. Die Stimmung war so gut, dass manche auch das Tanzbein schwangen. Nach knapp 4 Stunden hieß es Abschied nehmen von den italienischen Freunden. Auf der Heimreise wurde noch das Weingut Lorenzo Netto in Bertegada besucht. Dort gab es noch eine kleine Stärkung bei der Verkostung und eingekauft wurde natürlich auch.